liebe Familien, hallo liebe Kinder. Wir sind Kinder aus der Eulenklasse und wir wollen euch heute vom heiligen Nikolaus erzählen und mit euch den Adventskranz anzünden. Ich bin Zoe. Ich bin Julius. Ich bin Simona. Ich bin Mark. Ich bin Sophia. Ich bin Lazar. Vor vielen hundert Jahren lebte in der Stadt Myra Bischof Nikolaus. Er wollte allen Menschen Gutes tun und ihnen helfen. In einem Jahr regnete es nicht, die Erde war trocken und die Bäume waren verdorrt. Die Bauern konnten kein Getreide ernten, so mussten alle Menschen hungern. Eines Tages liefen die Menschen zu Bischof Nikolaus Haus und riefen: Es kommen große Schiffe! Viele Träume haben mit Korn! Vielleicht ist das unsere Rettung! Zum Hafen. Die Schiffe bedeuteten Hoffnung. Als die Seeleute vor Anker waren, ging Nikolaus zum Kapitän und sagte: Die Menschen hier in Myra haben Hunger. Ihr könnt uns helfen, wenn ihr uns etwas von eurem Korn abgebt. Das geht nicht. Das Korn gehört dem Kaiser. Wir müssen genauso viel Korn abgeben, wie wir aufgeladen haben. Im Namen Gottes und seines Sohnes Jesus Christus, hab Erbarmen mit uns. Ich sage dir, wenn du mit diesem Korn die Menschen hier rettest, wird dir an deiner Ladung kein einziges Korn fehlen. Wir werden
wollen es probieren. Damit ich sehe, dass wirklich kein Korn fehlt, zeichne ich an die Schiffswand einen dicken Strich. Da wo die Wasserlinie ist, ihr könnt so viel Korn ausladen, bis das Schiff sich aus dem Wasser hebt. Sofort kamen die Menschen aus Mira mit Säcken und Körben und luden das Korn ab, um es in die Speicher zu bringen. Das Schiff aber wurde nicht leichter. Dem Kapitän fehlte kein Korn, so wie Bischof Nikolaus es vorhergesagt hatte. Das Korn wurde gerecht verteilt, sodass alle Menschen leben konnten und auch noch genug Saatgut für die kommenden Jahre hatten. Nikolaus ein Vorbild, weil er den Menschen geholfen hat, egal welche Hautfarbe sie hatten oder welche Sprache sie gesprochen haben. Für mich ist der Nikolaus ein Vorbild, weil er dabei nicht zuerst an sich selbst gedacht hat. Auch heute haben wir die Aufgabe, den anderen Menschen zu helfen. Sei doch selbst mal wieder Nikolaus. Hab ein großes Herz. Schenke anderen Menschen Zeit und allen, denen du begegnest, ein fröhliches Lächeln, auch mit einer Maske.